Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein langes, nerviges Video werden, sondern vielmehr so ein kurzes Recap 2021, wo wir einfach mal kurz über dieses Jahr sprechen. Aber eher so auf YouTube bezogen, was ist so passiert, was hat sich verändert im Vergleich zum letzten Jahr und einfach mal so ein bisschen ja, über das Jahr sprechen. 2021 war ein wahnsinnig verrücktes Jahr, vor allem für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eines der ja, schon fast spannendsten Jahre überhaupt. Auch könnte man eigentlich gar nicht denken, wenn man sich das Ganze überlegt mit dem ganzen Virusgedöns und so. Man kann nicht viel machen, aber ganz ehrlich, was so online abging, war für mich unglaublich spannend. So das Ganze mit YouTube. Ihr müsst mal überlegen, so vor genau einem Jahr hatte ich 50.000 Abonnenten auf YouTube. Jetzt ist ein ganzes Jahr vergangen und wir sind über 150.000 Menschen hier. Also über 100.000 Leute sind ja auf diesen Kanal gekommen innerhalb von einem Jahr. Und das ist absolut Wahnsinn. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle als allererstes erstmal bei euch bedanken, dass ihr dieses Jahr so crazy gemacht habt, wie es war. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist definitiv das erfolgreichste Jahr, was ich jemals hatte. Und das alles nur dank euch. Natürlich, ich stecke sehr viel Arbeit und Mühe hier in das Ganze mit meinen Videos und so weiter. Aber ihr seid so der Hauptteil, weswegen alles so ist, wie es ist, weil ohne euch, naja, dann wäre der YouTube-Account ziemlich leer, wenn man das so sieht. Ja, und das ist der Grund, weswegen ich mich einfach für dieses wundervolle Jahr bei euch bedanken möchte. Denn ihr habt dieses Jahr wirklich wundervoll gemacht, total aufregend, spannend. Wenn wir mal überlegen, die ganze Darknet-Serie, das ist super, das kommt immer super bei euch an. Wir haben tolle Sachen entdeckt, verrückte Sachen, sehr verstörende Dinge entdeckt. Auch alle anderen Videos, sei es Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten oder die Horror-Stories, irgendwelche True-Crime-Fälle, irgendwelche, ihr wisst schon, es ist einfach, die Let's Plays kamen ja auch super bei euch an. Natürlich hat es nicht jeden interessiert. Aber auch eine sehr, sehr coole Sache. So, was haben wir alles gespielt? Wir haben Resident Evil gespielt, wir haben Outlast gespielt, wir haben Visage gespielt. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Dieses Jahr war einfach ultra geil. Ich weiß, dass für sehr viele Leute dieses Jahr vielleicht nicht das beste Jahr war, auch wegen den ganzen Weltumständen und so weiter. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr wirklich genossen mit euch an meiner Seite und ich bin euch deswegen einfach so dankbar für alles, was ihr dieses Jahr für mich getan habt, sei es meine Videos anschauen, meine Videos teilen, meine Videos zu kommentieren, allgemein einfach da zu sein, mich mit euch auf Instagram oder in den Kommentaren zu unterhalten. Das sind einfach solche Dinge, die für mich sowas von nicht als selbstverständlich zählen und einfach nur ein Geschenk sind. Und deswegen möchte ich mich bei euch einfach für alles bedanken. Ohne euch wäre dieser Kanal nicht da, wo er jetzt ist. Und ich meine, wir stehen jetzt hier kurz vor, ja, Beginn eines neuen Jahres 2022 und der aktuelle Stand ist, dass wir ja knapp 158.000 Menschen sind und das ist Wahnsinn. 158.000 Menschen hier auf diesem Kanal und ich sehe das immer wie so eine riesige Familie. So, wir sind einfach eine ganz große Familie und das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich so groß noch sagen möchte. Ich möchte mich einfach nur bedanken. Täglich kommen so viele neue Leute hier dazu. Täglich schaut ihr meine Videos, kommentiert meine Videos, schreibt mir auf Instagram. Das ist einfach Wahnsinn. Und sowas ist nicht selbstverständlich. Wisst ihr, wie ich meine? Ich sehe sowas null selbstverständlich. Für mich ist das wirklich ein Riesengeschenk, euch zu haben. Ja, und dass einfach täglich neue Leute dazukommen. Es ist einfach, das ist nicht selbstverständlich und es ist einfach nur wunderschön. Es macht mir so viel Spaß, einfach das Ganze mit euch zu machen, die Videos für euch zu produzieren, zu recherchieren, auf eure Videowünsche einzugehen, eure Kommentare zu lesen. Natürlich ist es schwierig, wirklich jeden einzelnen Kommentar oder jede einzelne Nachricht zu beantworten. Ist sehr, sehr schwierig. Schaffe ich auch meistens gar nicht. Ich lese sehr, sehr viele und allein, wie gesagt, ich versuche das meiste zu kommentieren und es ist einfach nur immer wieder schön, eure Nachrichten zu lesen, eure Kommentare zu lesen. Einfach alles. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Jahr so wundervoll gemacht habt und es sich für mich einfach anfühlt, als wären wir eine große Familie. Eine große Familie, wo ich leider nicht jeden von euch persönlich kenne, aber ich hoffe, dass wir das in der Zukunft irgendwann
irgendwie hinbekommen, dass wir mal ein Fan-Treffen machen oder ein Community-Treffen, dass wir uns halt wirklich alle treffen an irgendeinem neutralen Ort und einfach mal alle chillen und ich euch einfach mal alle kennenlernen darf und ihr euch gegenseitig kennenlernen könnt. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Deswegen hoffe ich, dass es im Jahr 2022 möglich ist, so etwas zu machen. Das wäre natürlich super. Ich denke, viele von euch würden sich darüber freuen. Ja, ich habe ja dann auch noch mein Zweitkanal erstellt, meinen Vlog-Kanal, wo ich ja so private Videos hochlade und auch Reisevideos. Das kam ja auch sehr gut bei euch an. Natürlich hat es nicht jeden interessiert, aber da habe ich natürlich auch viele Sachen von diesem Jahr gezeigt. Ja, es war einfach ein verrücktes Jahr. Sehr viele Höhen und Tiefen, so wie jedes Jahr natürlich ist. Ich muss aber ehrlich sagen, es war eines von wenigen Jahren, wo ich sehr, sehr viele Höhen hatte als Tiefen. Also da waren die Höhen definitiv überwiegend, was ich sehr schön finde. Natürlich gibt es Sachen, wo man sich dann aufregt und sich denkt, warum passiert sowas oder warum passiert das gerade mir oder was auch immer. Natürlich, so ist das Leben. Aber abgesehen davon fand ich, war das ein sehr verrücktes, cooles Jahr. Ich hoffe, dass es bei euch auch so war, dass ihr auch ein schönes Jahr hattet, trotz den ganzen Umständen, dass das Jahr irgendwie seine Höhen und Tiefen hat, ist ja normal. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle bei dem heutigen Sponsor des Videos bedanken. Und zwar handelt es sich wie immer um NordVPN. Denn ein VPN-Programm ist meiner Meinung nach heutzutage ein Must-Have-Programm, welches jeder von uns nutzen sollte, wenn er ins Internet geht. Denn für die Leute, die nicht wissen, was ein VPN oder auch NordVPN ist, es ist schlussendlich ein Programm, mit welchem ihr mit einer verschlüsselten IP-Adresse ins Internet gehen könnt und quasi viel sicherer und vor allem anonymer seid. Denn wenn ihr euch jetzt mit eurer ganz normalen IP-Adresse mit dem Internet verbindet, dann haben ganz, ganz viele Drittanbieter die Möglichkeit, eure Daten abzulesen, auszulesen oder vielleicht sogar zu stehlen. Sprich, wenn ihr jetzt normal ins Internet geht, dann könnte jetzt zum Beispiel irgendeine Seite, wenn die zum Beispiel gehackt wird oder ihr persönlich irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeine falsche Seite drückt oder so, könnte man eure ganzen Informationen rausfinden. Es besteht einfach die Gefahr, dass man eure Daten und eure Informationen stehlen möchte. Und genau das wollen wir vermeiden und genau das können wir auch vermeiden, wenn wir NordVPN nutzen. Denn NordVPN funktioniert ganz einfach. Ihr verbindet euch mit dem Programm, sucht euch eine IP-Adresse raus, denn ihr habt da so eine wunderschöne Weltkugel, da könnt ihr euch in irgendein Land reinklicken, also sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich will nicht, dass Google oder irgendwelche Webseiten wissen, dass ich aus Deutschland komme, dann klicke ich mich heute einfach mal in Amerika rein oder in Spanien. Und dann habt ihr ganz einfach mit einem Klick eine spanische IP-Adresse und keiner weiß mehr wirklich, wo ihr eigentlich herkommt. Und das ist das Geile an einem VPN. Nicht nur, dass ihr sicherer und viel anonymer im Internet seid, ihr habt auch noch mit einem VPN eine richtig geile Möglichkeit. Und zwar ist das, Streaming-Anbieter zu nutzen, welche es bei uns in Deutschland nicht gibt. Sprich, wie zum Beispiel amerikanisches Netflix oder Shudder, HBO Max. All diese Streaming-Dienste könnt ihr nun nutzen, wenn ihr ein VPN habt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich möchte gucken, was Netflix in Amerika anbietet, dann könnt ihr euch ganz einfach in diese Weltkugel da reinklicken in Amerika, schwuppdiwupp, ihr habt amerikanisches Netflix. Denn ihr spart mit meinem Code DennisKönig oder wenn ihr einfach unten in die Videobeschreibung auf den Link klickt, ganze 73% bei einem 2-Jahres-Vertrag und ihr bekommt einen Gratis-Monat obendrauf. Das heißt, ihr zahlt dann irgendwie 2 Euro irgendwas im Monat dafür, dass ihr viel, viel sicherer und anonymer im Internet seid. Und das ist wirklich ein Mega-Deal. Also wer es mal auschecken und ausprobieren möchte, kann das sehr gerne tun. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung und dann kommt ihr direkt auf die Seite. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank NordVPN, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Doch wenn wir jetzt weiterhin hier auf YouTube bleiben und über das Jahr 2021 hier auf YouTube sprechen, würde ich ganz gerne so ein Highlight noch ansprechen von diesem Jahr. Und das war wirklich diese 100.000 Abonnenten-Marke zu knacken auf YouTube, dank euch. Dieses Gefühl war der Wahnsinn. Es ist crazy. Und da habe ich so ein kleines Video damals erstellt. Also die 100.000 Abonnenten erreicht habe, habe ich mein Handy in die Hand genommen und habe mich aufgenommen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das würde ich ganz gerne hier einmal einblenden. 100k, Baby. Oh mein Gott, ich war gerade laufen und habe vor die 100k geknackt. Das ist so krank. Ich kann es nicht glauben. Ich bin ganz sprachlos. 26. Mai im Jahr 2021. Ich habe die 100k auf YouTube geknackt. Leck mich am Ist das krank. Ja, ihr habt es gesehen, also ich war komplett baff. Für mich waren diese 100.000 Abonnenten so weit entfernt, für mich war das immer so ein Traum. Ich habe oft früher nachgedacht, boah, es wäre voll cool, YouTuber zu sein und dann so 100.000 Abonnenten zu knacken und diesen Play-Button zu bekommen.
Und das ist, das war für mich immer so fern von Realität und irgendwie habt ihr das dann möglich gemacht, dass es tatsächlich so passiert ist. Und da kommt dann auch das 100.000 Abonnenten-Special dazu, was ich persönlich auch so ein Highlight des Jahres fand. So das allererste Mal nach keine Ahnung wie vielen Jahren mal wieder in so ein Lost Place zu gehen. Bei Nacht, es war verdammt gruselig, es sind gruselige Dinge passiert. Das 100.000 Abonnenten-Special hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz hier den. Hier, ich möchte ihn euch einfach mal kurz zeigen, den Play-Button. Weil den habe ich euch zu verdanken. Und das war definitiv so, ja, da steht es auch alles drauf, wie ihr sehen könnt. Und das war definitiv so mein Achievement dieses Jahr. Und wirklich ein, natürlich ist es nur was Materielles, aber ich finde, das spiegelt einfach die Community wieder und auch die Arbeit, welche hinter dem Ganzen steckt, was man immer sieht. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass solche Sachen möglich sind. Und ich möchte euch deswegen jetzt auch einfach mal was auf den Weg mitgeben. Denn bei mir war das nicht immer alles so, wie es jetzt ist. Dass ich sagen kann, hey, ich habe meinen Traumberuf gefunden, ich habe meinen Traumjob, ich bin selbstständig und kann alles so machen, wie ich es möchte. Und ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch schon schlechte Zeiten. Gar keine Frage, vor YouTube war das auch nicht alles so einfach. Ich war zwar so Instagram-Influencer, aber da hast du auch nicht jeden Monat deine Deals gehabt und das war auch schwierig und das habe ich ja auch nebenher damals noch gemacht, neben meinem anderen Teilzeitjob, den ich hatte als Produktfotograf. Und dann kam ja die Pandemie, da wurde ich da gekündigt und dann war es auch schwierig und da hatte ich auch schwierige Zeiten. Und da musste ich auch überlegen, okay, wie machst du das jetzt am besten? Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, ich habe so lange schon Bock auf YouTube und warum nicht einfach mal über diese ganzen Themen sprechen, die mich total interessieren? Vielleicht interessiert es andere Leute auch. Und da habe ich jeden Tag, habe ich so hart dran gearbeitet. Ich habe jeden Tag Videos produziert, Videos gedreht, Videos geschnitten, Skripte geschrieben, mich in Themen eingelesen und habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, was ich immer noch mache. Es hat sich nicht geändert. Ich tue jeden Tag immer noch genauso viel arbeiten wie früher. Ich stecke da immer noch sehr viel Energie rein und das ist einfach, weil es mir unglaublich Spaß macht. Ich liebe es, hier auf YouTube Videos für euch zu machen. Und ich habe auch in einem sehr kurzen Zeitraum 100.000 Abonnenten erreicht. Ein Goal, was ich mir niemals hätte erträumen können. Ich hätte niemals daran gedacht, dass ich sowas jemals erreiche. Und es hat auch geklappt. Ja, ansonsten könnt ihr mir ja sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Jahr war. Hattet ihr ein schönes Jahr? Oder war es eher blöd und langweilig wegen den ganzen Umständen? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wie gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Jahr. Natürlich auch sehr, zum größten Teil auch dank euch. Es war ein sehr schönes Jahr, ein sehr spannendes und aufregendes Jahr. Auch wenn man, ja, wenn ich sehr viel hier eben virtuell mich rumgetrieben habe und man nicht so viel in der Außenwelt machen konnte. Aber ich möchte aber trotzdem sagen, vielen Dank für dieses Jahr. Es war ein tolles Jahr mit euch und ich freue mich so sehr auf das kommende Jahr. Ich freue mich so sehr auf 2022 mit euch, weil 2021 war schon so geil. Dann kann 2022 nur noch geiler werden. Und ich hoffe, ihr freut euch auch und ich hoffe, ihr habt auch Bock, mit mir in das neue Jahr zu starten. Und ja, gemeinsam wieder, ja, und einfach ein noch geileres Jahr rauszubekommen wie dieses Jahr und einfach gemeinsam eine Menge Spaß zu haben, eine Menge coole Sachen anzuschauen und entdecken und ach, was auch immer, ich habe so viel geplant für das kommende Jahr, ich freue mich total, sehr coole Projekte, ich hoffe, dass man einiges davon umsetzen kann, ich freue mich sehr und ich hoffe, ihr euch auch, deswegen schreibt doch gerne in die Kommentare, was eure Vorsätze so sind, für das kommende Jahr. Was habt ihr geplant? Was wollt ihr machen? Was sind eure Ziele? Und wie war das Jahr 2021 für euch? Ja, wie auch immer, ich freue mich auf 2022 mit euch. Es wird so geil. Es wird mindestens genauso geil wie dieses Jahr, wenn nicht noch geiler. Und wir werden einfach eine Menge Spaß zusammen haben. Ich hoffe, dass wir vielleicht uns irgendwie mal persönlich alle sehen können. Vielleicht lässt es das Jahr zu. Wenn ja, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Und ja, vielen Dank für alles. Ich bin euch so dankbar für alles, wirklich. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist Wahnsinn. Es ist einfach crazy. Ich appreciate das wirklich unglaublich. Und danke für dieses wundervolle Jahr. 2021 war geisteskrank.
Ich freue mich auf 2022. Danke für alles. Das Jahr war wirklich sehr spannend. Danke für dieses Jahr. Und habt einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Trinkt nicht zu viel. Macht entspannt. Chillt ein bisschen mit euren Liebsten. Und macht einfach ganz gemütlich dieses Silvester. Ja, kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Hast du da einen Witz gerissen, oder was? Wir sehen uns wahrscheinlich in 3-4 Tagen oder so bei meinem nächsten Video, aber wir sehen uns nächstes Jahr. Wir sehen uns im Jahr 2022. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, holt nochmal alles aus 2021 raus und dann bam, zack, in Jahr 2020 rein und hoffen wir mal, dass die Pandemie sich da mal ein bisschen entspannt und wir ein bisschen mehr machen können, gell? Also in dem Sinne, danke für dieses Jahr 2021. Ich liebe euch über alles. Ich habe die geilste Community hier auf YouTube. Wir sind eine riesige, geile Familie. Ich liebe euch. Danke für alles. Ich werde jetzt frühstücken. Ich habe echt Hunger. Aber ich wollte dieses Video drehen, weil ich einfach mal Danke sagen wollte. Macht's gut. Das Jahr war crazy. Und ja, danke für alles. Kuss geht raus. Macht's gut. Ciao, ciao.